mein Tor gestern, ich habe einen Traum. Und dann Gott hat gesagt so, das ist morgen, du hast gleich Tor, so wie heute. Ey, wirklich, Gott ist so groß, wirklich unglaublich. Spitzenreiter sind wir. Ja. Hat lange gedauert, aber ich habe immer gesagt, am Ende musst du vorne sein und nicht während der Meisterschaft. Ja, Coach, 2:0 gegen den SKN, das sportlich wahrscheinlich wichtigste Spiel, auch wenn natürlich noch wichtige Spiele vor uns stehen und mit einer der besten Saisonleistungen am Schluss natürlich das 2:0 von Ronin als Obershäubchen da oben drauf, aber ein richtig starkes Spiel gemacht in diesem wichtigen Spiel. Wir halten im Druckstand. Ja, wir haben, glaube ich, heute ein absolutes Top-Spiel gesehen. Erste Halbzeit waren wir, glaube ich, klar überlegen, hätten höher in Führung gehen müssen eigentlich, dann wäre es vielleicht schon ein bisschen früher entschieden gewesen. So war es über 90 Minuten, extrem harte Arbeit. Und ja, dann haben wir uns halt belohnt mit einem Traumtor noch zum Schluss und war auch wichtig für die Tabelle, weil jetzt haben wir auch das direkte Duell für uns entschieden mit dem zweiten Tor. Ja, aber es geht weiter, wir müssen nach vorne schauen, müssen jetzt ruhig bleiben, weiter hart arbeiten und stehen noch schwierige Wochen vor uns. Ja, Tobi Koch, unser Torschütze zum wichtigen 1:0 noch in der ersten Halbzeit. Wenn ich kurz den Kommentator spielen darf, Fali ist gedeckt, Ronny ist gedeckt, Seidi ist gedeckt, Ball kommt zu dir, die St. Pöltner merken, oh scheiße, das ist ja noch wer, der Tore schießen kann. Du schickst ab, das 1:0, schon so. Schon war es im Prinzip, Tobi, oder? Boah, also ich habe nur gesehen, dass der Ball gekommen ist zu mir. Einen kurzen Kontakt genommen und ja, dann habe ich einfach hingeschossen. Ich habe einfach nicht viel nachgedacht und ja, zum Glück war er drin. Ja, aber das Spiel steht ja nicht nur aus Tore schießen und generell war das von uns heute eine richtig, richtig starke Partie. Die stärkste Partie der Saison zum richtigen Zeitpunkt erwischt. Naja, ich glaube, wir haben gegen GK wirklich eine richtig geile Leistung abgeliefert. Sicher gegen den Pöllenführer war es auch eine richtig geile Leistung. Und ja, weißt du, wir müssen jetzt da weiter dran arbeiten. Jede Woche, die Gegner machen es uns extrem schwer. Und ja, jetzt heißt es Gas zu geben. 2:0 im Spitzenspiel gegen den SKN, Tabellenführung und vielleicht das Tor des Jahres durch dich. Ronny, was kann man noch sagen nach so einem Spiel? Ja, das ist heute, wir wissen, das ist ein wichtiges Spiel für uns. Das ist der Direktkonfront, die Aufstiegstabelle. Und ja, gratuliere der ganzen Mannschaft. Heute, wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. So. Aber ist nicht vorbei. Natürlich. Die Meisterschaft ist, wir haben noch 3 Runden und dann weiter so. Aber es geht natürlich weiter. Dieses Spiel ist wichtig, dieses Spiel ist super mitzunehmen. Aber es stehen noch 3 schwere Gegner vor uns allen. Alles 3 Gegner, die sich auch eher lieber hinten reinstellen. Das wären jetzt keine einfachen Spiele, aber ja, wie gehen wir es da jetzt an? Ja, jetzt sind wir vorne und jetzt müssen wir schauen, dass wir den nächsten Gegner wieder gut analysieren. Ich weiß, dass die Mannschaft sehr gefestigt ist. Ich habe mich auch über den Punkt gegen den FAC gefreut, auch wenn viele enttäuscht waren. Aber es war einfach ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Jetzt kommt Horn. Auch diese Mannschaft hat enorme Qualität im Ballbesitz. Wir müssen auch hier geduldig sein. Aber mit dem Mannschaftsgeist, mit diesem Team ist vieles möglich. Und ja, ich bin guter Dinge, dass wir das durchziehen jetzt. Das ist wichtig Sieg für uns heute. Ein großer Schritt, wir haben gemacht, aber ist nicht vorbei. Ja. Wir haben noch 3 Runden, schwieriges Spiel. Wie gehen wir es an? Einfach auf unsere Tugenden besinnen, im Training weiterarbeiten und ja, einfach am Spieltag dann zu 100% da sein. Und man muss die Kulisse erwähnen, 5.500 Leute insgesamt, davon je nach Zählweise 900 oder 1.000 Blau-Weiße aus allen Himmelsrichtungen gekommen. Macht es schon Bock auf die Bundesliga? Wollen wir es nicht verschreien, aber macht es Bock auf die Bundesliga? Sicher, es macht extrem Bock. Also ich finde aber die Heimspiele, die Fans unterstützen uns immer. Und ja, es ist einfach richtig geil, da fahren so viele Leute zum Spielen. Ja, wir waren heute auch einmal mehr, weil das Publikum hervorragend war. Ich glaube, das hat sich die Mannschaft auch verdient, dass sie einfach so viele Leute bewegt haben, dass sie da herfahren. Ich glaube, es ist halt ein Riesenabend, vor allem auch für die Fans. Es freut mich unheimlich für den Verein, dass wir heute sehr knapp dran waren und es auch heute umgesetzt haben. Aber jetzt müssen dann die nächsten Heimspiele alle wieder kommen und die Mannschaft nach vorne peitschen. Weil es war heute eine große Unterstützung hier auswärts gegen so einen starken Gegner, mit so einem Publikum im Rücken hier zu spielen. Und ja, die Verteidiger sind alle gefeiert worden für jeden gewonnenen Zweikampf. Das gibt natürlich einen Auftrieb, wenn du müde bist. Und da an dieser Stelle nochmal im Namen der Mannschaft ein herzliches Dankeschön. Schieße, Schieße.
blau, 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 blau.